Willkommen zum wahrscheinlich letzten Part von Twilight Princess in der Wüstenburg. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt auf zum Boss, damit wir diesen Dungeon abschließen können. Der Raum hier ist mal wieder leer. Jedoch befindet sich ein drachenartiges Skelett in der Mitte dieses Raumes. Und wir gehen einfach mal dorthin. Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Und doch, welch ein Jammer. Wirklich bedauerlich. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Riesenfossilbestie Skeletulor. Auf geht's gegen den Boss dieses Dungeons. Wir sehen, er ist noch nicht komplett irgendwie. Man sieht nur seinen Oberkörper und wir müssen seine Wirbelsäule, glaube ich, treffen, damit wir ihn... Oh Gott. Damit wir ihn irgendwie verwunden können. Das Ding ist, ich muss dabei den Gleiter ausfahren. Okay. Und jetzt haben wir einen Teil seiner Wirbelsäule sogar durchbrochen. Und er ist ein bisschen kürzer geworden. Aber jetzt irgendwie sind hier so eine... Ja, was sind das? Zombies? Die uns so ein bisschen den Weg versperren, aber das hält uns nicht auf. Wir haben ihn noch ein Stückchen kleiner gemacht. Und mal schauen, ob wir hier komplett durchkommen. Nein, nicht ganz leider. Ich hoffe, wir können den ein bisschen besser ausweichen. Nein. Okay, es ist gar nicht mal so leicht. Vor allem, weil sie genau dann immer rauskommen, wenn wir hier überhaupt hinwollen. Oh Gott. Doch, jetzt aber, jetzt! Leider nicht. Wie müssen wir das machen? Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein zweites machen. Vielleicht von hinten? Vielleicht ja wirklich. Oder von hier? Ah, das war knapp. Es war wirklich knapp. Jetzt müssen wir aufpassen, dass uns nicht so ein Teil hier... Oh, kriegt. Nein, wir kommen hier nicht mehr raus. Wir kommen hier nicht mehr raus. Komm schon, Link. Komm. Ach so, ich dachte, das wäre so ein Treibsand wie in dem Dungeon die ganze Zeit. Aber das ist nicht so. Jetzt komm doch schon, jetzt. Vielleicht muss ich einfach auf seine Rückseite. Vielleicht ist das ein bisschen leichter. Aber irgendwie doch nicht. Können wir die irgendwie besiegen? Ja, wir können die besiegen, okay. Ach so. Ich muss mich hier gar nicht so einengen lassen von den Viechern. Ich kann die auch einfach selbst besiegen. Oh Gott, spring doch runter, Link. Spring doch ab. Was ist eigentlich, wenn ich seine Hand berühre oder angreife? Geht die auch kaputt? Ich weiß es nicht. So, lassen wir uns nochmal abbouncen. So. Zack. Das Ding ist, ich komme da nicht ran. Doch jetzt! Haben wir ihn jetzt? Ich denke mal, wir haben sein ganzes so gesehenes Standbein besiegt. Und er kann jetzt nicht mehr aufstehen. Deswegen haben wir ihn jetzt schon besiegt. Okay. Alles klar, Freunde. Das ging wirklich schnell. Also für einen Boss war das jetzt nicht der Rede wert. Ja, also, aber irgendwie... Eigentlich lösen sich die Gegner doch hier in diesem Spiel auf, oder nicht? Tja, anscheinend der hier nicht. Aber wo bleibt das Herzteil?
Wo bleibt das Herzteil? Wir drehen hier jetzt einfach mal. Vielleicht passiert hier dann irgendwas. Ja, das ganze Teil fährt nach oben und da hinten ist sogar eine Tür, glaube ich. Ja. Oder ist das nur die Ruhe vor dem eigentlichen Sturm? Ja, so ist es. Es war doch noch nicht alles, aber es war eigentlich schon abzusehen. Vor allem, weil er nicht irgendwie sich aufgelöst hat, wie kein Herzteil bekommen hat, beziehungsweise das wäre ja ein Herzcontainer gewesen. Jetzt ist die Frage, wo bleibt er hier nur? Wo ist er hier? Da ist er. Der Skeletulor. Wir müssen jetzt immer ausweichen, wenn er uns angreifen möchte mit seinen Feuerbällen. Und dann können wir ihn einfach so attackieren mit dem Gleiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Schwert einfach so hier in seinen Kopf zu attackieren. Das ist nämlich seine Schwachstelle. Und dann zack, zack, einfach draufhämmern. Einfach eine Wirbelattacke zu machen. Und ich glaube, es geht sogar, dass wir ihn in einen einzigen Schlag oder so... Es gab, glaube ich, einen Bug, wodurch das ging. Oder so ein... Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder irgendwie so eine Kombination aus Angriffen. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht von diesen Dingern hier getroffen werden. Also, jetzt macht er uns das echt nicht leicht hier. Okay. Es wird jetzt doch nochmal ein bisschen schwieriger. Oh Gott. Das war natürlich nicht so schlau. So, jetzt müssen wir aufpassen, er kommt uns hinterher. Geh mir weg mit deinen Attacken. Wir müssen hier ran. Zack. Jetzt ist er wieder abgehauen. Ich glaube, das war gar nicht so gewollt vom Spiel, dass er hier uns hinterherkommt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber eigentlich nicht. So, rüberspringen. Zack. Jetzt müssen wir wieder zurückspringen. Dass wir hier wieder hochkommen. Aber wir kommen hier ja gar nicht hoch, wenn die ganze Zeit diese nervigen Dinger da dran sind. Da kommen wir doch nicht höher. Ach, da ist er doch schon. Und sie sind auch wieder weg. Also, alles gut. Wir müssen den Dingern nicht doppelt ausweichen. Zack. Ja, komm ran, komm. Und jetzt zack. Das Dumme ist ja auch, er kommt auch von alleine. Deswegen attackieren wir ihn jetzt einfach. Komm, mach ein paar Wirbelattacken. Und da haben wir ihn. Gehen wir weg, Trix. Der Schattenspiegel ist in greifbarer Nähe. Wir haben den Herzcontainer und haben auch somit offiziell diesen nächsten Dungeon abgeschlossen. Also der vierte Dungeon. Er ist gemeistert. Der Wüsten-Dungeon. Es war natürlich cool, dass es noch eine zweite Phase jetzt gab, dieses Gegners oder dieses Bosses. Aber insgesamt war es jetzt auch nicht sowas von schwer. Ihr habt's gesehen, wir haben vielleicht ein Herz verloren. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Wir sind hier am höchsten Punkt der Wüstenburg angekommen. Und hoffentlich auch dort, wo sich der Schattenspiegel befindet. Können wir hier runterfallen? Nee. Okay, alles gut. Aber, Freunde! Da wir heute einen sehr, sehr kurzen Part haben und auch den Boss gemacht haben und jetzt noch etwas sehr, sehr Spannendes kommt, würde ich sagen, dass wir das erst im nächsten Part machen. Ich weiß, meine Freunde, es sind kurze Parts, dafür kommen sie aber auch regelmäßiger. Einfach aus dem Grund, weil es kürzere Renderzeiten benötigt und.
Also, wenn ihr auf den nächsten Part gespannt seid, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. I thought that I could drift through life on all those pretty sentiments. They said